Ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Netherrunner. Die letzte Folge ist ja schon wieder ein bisschen länger her. Ich wollte eigentlich gerade Smite aufnehmen, aber das muss gerade noch ein 5 GB Update runterladen. Deswegen einfach mal dachte, ja, du hast Bock was aufzunehmen, nimmst einfach mal wieder eine Netherrunner auf, eine kurze Folge. Die wird wahrscheinlich so 20 Minuten gehen, so je nachdem. Weil es ist einfach nur eine Folge, die ich jetzt aufnehme. Weil das andere noch lange runterladen muss, sehr lange. Ja, möchte ich gerne haben, ja, und außerdem kann ich dann hier wieder ein bisschen was weitermachen. Boah, geil, 400, mach ich direkt, so, hier auch nochmal, ja, möchte ich gerne machen. So, es ist wieder ein bisschen was hinzugekommen, und zwar kann man jetzt sehen, wie viel EP man noch braucht, bis dieses Ding ein Level up macht, also meine Führung, warte mal kurz, mein Headset leiser machen. Ich finde das blöd, ich habe so ein Kontrollgerät dran an meinem Headset, von wegen Lautstärkeregler, aber das Ding ist fast ganz unten. Das heißt, ich muss jedes Mal, das sieht immer auf dem Boden bei mir. Das heißt, ich muss immer runtergreifen, das Ding nehmen und damit ich was regeln kann, weil wenn ich es auf den Schoß habe, fällt es irgendwann wieder runter. Und Leute, ich muss euch was Geiles zeigen, was wahrscheinlich jeder kennt, nur ich erst vor kurzem rausgefunden habe. Und zwar kann man hier in LAN gehen und dann auf Astraldiamantenhandel. Und da kann man sich für Astraldiamanten Zen kaufen. Einfach Zen kaufen für Astraldiamanten. Das ist richtig geil, aber auch arschteuer. Wirklich arschteuer. Man braucht wirklich eine ganze Menge. Ich kann es dir mal ganz kurz zeigen. Ich will jetzt einfach mal, wartet mal. Boah, wie viel? Ich glaube, 5 kann ich maximal nehmen. Für 1800, ja, ich kann jetzt einfach mal. Und für pro 10 bezahlt man 237 momentan. Das geht immer hoch und runter. Das letzte Mal, wo ich eine 10 gekauft hatte, waren das 167, glaube ich. Der Preis. Ich gehe mal ganz kurz auf einstellen, ja. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt ist es schon unten abgezogen. Jetzt müssen wir ganz kurz warten. Und wir haben es schon bekommen. Wow, es ging aber schnell. Alles auszahlen, ja, möchte ich gerne machen. Und zack, jetzt habe ich 85 Cent, also Zen. Aber das bringt momentan noch gar nichts. Das bringt momentan einfach noch gar nichts, weil wir können uns, glaube ich, noch gar nichts kaufen dafür. Weil ich will mir wirklich, wenn schon, denn schon. Wartet, wo ist das? Da war das, Reittiere. Wo war das Ding? Irgendwas hatte ich hier gefunden, was sehr geil aussah. Wartet. Ich glaube, das war der weiße Tiger. Warte mal, irgendwie konnte man das Details ansehen, glaube ich, ja. Ne, der weiße Tiger war das nicht. Irgendwas Geiles hatte ich gesehen, was ich haben wollte. Ich glaube, ja. Das schwarze Pferd mit dieser Rüstung. Das Ding sieht geil aus. Das Ding will ich unbedingt haben. Aber es kostet 3500 Cent. Das ist schon eine ganze Menge. Und da ich ja, wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, kein richtiges Geld dafür ausgebe, das Pferd sieht aus, ne? Das Pferd sieht aus. Alter. Das Ding sieht wirklich sehr schlimm aus. Screenshot anzeigen. X. Ach, wie geil. Ich drücke jetzt mal A. Achso, gut, das ist nur diese eine. Oh, das könnte ich. Ach, wusste ich doch einfach mal. Ich will mir so ganz kurz angucken, wie das Pferd aussieht, was ich dann haben wollte. X. So. Geil. Ja, das will ich haben. Das will ich haben. Und die Rüstung natürlich auch gleich damit. Ah, das wird doch so lange dauern, müssen wir eine neue Rüstung kriegen. Ich schau mal kurz hier rein. Ja. Wir haben neue Nachrichten bekommen. Aber die haben wir schon, so wie es aussieht, alle geöffnet. Okay. Sah zumindest aus, wenn wir die schon mal geöffnet haben. Warte mal. Ist mein Kev denn schon gemaxt? Aber ich will mal ganz kurz gucken, wo waren das? Boah, ach ja, wir haben noch ein Level abgemacht, weil ich ja die ganze Zeit immer Berufe im Hintergrund mache. Da kannst du schön nebenbei noch ein bisschen weiter leveln. X muss ich drücken können, irgendwo. Kraft aufwerten, das könnte ich hier machen. Kniebrecher. Oh, das Bild sieht so aus. Oh, der volle auch aufgetreten am besten. Oh, das ist so, ja, schön. So, wir haben das gemacht. Okay, warte mal, ich kann doch noch hier Talente nehmen. Puh, was nehme ich denn? Ich könnte eigentlich das hier nehmen. Trefferpunkte, 40 Sekunden Abklingzeit. Wow, standhaft. Ich würde schon das hier nehmen, damit ich mehr Schaden mache. Ja, nehmen wir nochmal mehr Schaden, ja. X muss ich drücken. Ja, okay, sehr gut. So, ich wollte erstmal ganz kurz wegen meinen Teamkollegen gucken. Charakterbogen war das, glaube ich. Gefährten da hinten das Ganze am Ende. So, Kev ist Rang 5. Okay. Ausbildung nötig. Schon wieder? Ausbildung beginnen. Rang ist. Ausbildung dauert 16 Minuten. Okay, warum kann ich jetzt schon wieder? Warum? Ich habe doch nichts gemacht mit ihm. Ich war die ganze Zeit. Aber warte mal, vielleicht levelt der ja mit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Berufe abschließe, kriegt er dann auch was? Ich meine, das wäre krass. Ich meine, das wäre auch ziemlich geil. Cool. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann kann ich doch ordentlich leveln. Geil. Natürlich immer noch leichte Frame Drops, obwohl ich mit leicht wahrscheinlich gerade ein bisschen untertreibe, weil wir haben es gerade Samstag. Es ist 23.25 Uhr, ach du Scheiße.
Ich wollte eigentlich wirklich langsam Smite aufnehmen und dann langsam rendern und schlafen gehen. Naja, ich habe auch wieder Bock auf Netherwinter. Das ist ja auch ein sehr geiles Game. Ein sehr, sehr geiles Game, was ich leider zu wenig spiele. Einfach aus Zeitgründen. Weil ich finde einfach, man kann hier richtig schön eintauchen, richtig suchten das Spiel teilweise. Aber ich habe ja leider, ich würde da leider nur ein Let's Playen, weil ich glaube, wenn ich das privat spielen würde, würde ich mir, glaube ich, 10 Stunden durchspielen. Also richtig, richtig suchten und dann hätte ich die Fresse voll für ein paar Monate. Was ja jetzt beim Let's Play nicht der Fall ist, weil ich zocke das ja nur ab und zu mal 2 Stunden, dann habe ich das für eine Woche aufgenommen. Ah, das ist schön, das ist schon sehr schön. Besonders wenn man hier die Kamera in bestimmten Winkeln platziert, hat das Spiel ordentlich FPS. Aber wenn du es dann wieder ein bisschen drehst, dann, wo die ganzen Spieler rumrennen, dann geht das wieder langsam in die Brüche. Das finde ich so ein bisschen... Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Das ist von der Performance her ein bisschen schlecht gemacht. Ich habe die Pestexplosion von hier beobachten können, aber ich hätte es voraussehen müssen. Möge Torm uns beschützen. Ihr scheint ja ein wahres Talent dafür zu haben, gegen alle Widerstände anzukommen. Das sollte von Nutzen sein, wenn wir uns Result vorknüpfen. Okay. Und Stufe 20. Ey, ich mache immer ein Level Up. Ich mache hier andauernd Level Up. Geil. Ein Held von eurem Schlag benötigt ein ebenbürtiges Reittier. Begebt euch zu den Chandra-Kastellen und sprecht mit dem Händler dort. Ihr macht euch sicherlich gut auf solch einem schnellen Pferd oder entsprechen die exotischeren Reittiere eher eurem Geschmack. Schaut euch das Angebot ruhig mal an. Okay, geil. Also wenn ich jetzt eins kriege, ist es geil. Wenn er mir jetzt so eins anbietet, was halt arschteuer ist, sag ich fick dich. Das wäre dann wirklich gemein. Viele von der Zauberpest Befallene hatten sich an den Magier Rizard gewandt, der ihnen in seinem Turm des Trostes Heilung versprach. Stattdessen hat er sie für irgendein dunkles Ritual ausgenutzt. Dass es dabei zu einer Pestexplosion gekommen ist und so ein Teil der Stadt zerstört wurde, war sicher nur ein Nebeneffekt. Selbst jetzt noch arbeitet Rizard daran, das Ritual abzuschließen. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten, nicht nur zum Wohle der Stadt, sondern auch in Erinnerung an die betrogenen und getöteten Seelen. Okay, mache ich nebenbei. Mach alles easy nebenbei, easy. So, wir haben ja eine ganze Menge, ja, wieder ein paar neue Talente, das wollte ich nehmen, ja. Verfügbar, wie jetzt? Ich habe noch einen? Ich hab noch einen. Cool. Cool, habe ich jetzt echt 2 von allen bekommen? Verfügbar 1. Ja, hier habe ich nur 1, beim anderen habe ich 2 bekommen. Ja, ist natürlich auch ganz schön. Wann kann ich das ja eigentlich wieder upgraden? Auf nächste Stufe. Ich glaube auf Level 30 oder so, wie es aussieht. Ah nee, das kann ich. Warte mal. Ich kann das jetzt schon machen. Geil. Was nehme ich denn jetzt? Was nehme ich denn? Ich würde gerne das hier nehmen. Aber auch... wo war das andere? Boah, wo waren das? Kampferholung, Heilung, 20%. Oh, das ist alles so schön. Irgendwas Cooles, wo waren die eine Attacke, die ich immer gerne einsetze? Dieser Rundumschlag, oh, wie sah der überhaupt aus? Wie sah der überhaupt aus? Ich würde sagen, ich nehme das hier einfach mal. Ich würde echt schon sagen, dass ich das hier, ja, wir nehmen das. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich möchte das nehmen. Ja, danke schön. So, was habe ich noch? Charakterbogen. Irgendwas, da habe ich noch was Neues. Attributwerte, 2 Stück. Ach, genau, das hier muss ich natürlich auch noch machen nebenbei. Wäre nicht schlecht, ne? Oh, ich finde, mein Charakter sieht schon einigermaßen cool aus. Ich brauche natürlich die bessere Rüstung, damit er noch cooler aussehen würde. Ich würde sagen, wir gehen auf Stärke. Was mache ich denn hier? Stufe 20 plus... Warte mal, was mache ich denn? Ja. Und ja. Und, okay. Stufe 10, Stufe 20. Ja, warum zeigt er da nur... Da habe ich echt nur 2... Warte mal, das ist doch... Komisch. Okay. Was muss ich jetzt als nächstes? Ach, Reithändler besuchen? Okay, das mache ich als erstes ganz genau. Ich hoffe, ich kriege ein Pferd. Ich hoffe wirklich, ich kriege ein Pferd. Nicht, dass ich die ganze Zeit wirklich nur herumrennen muss. Das wäre schon ziemlich arschig, ne? Das wäre schon, ja, dezent scheiße, würde ich sagen. Ach Gott, ich will Reittier haben. Ich will irgendein cooles Reittier haben, so was springen, ne? Ja. LB und A drücken zum Springen. LB und A drücken zum Springen. Ich glaube das immer noch nicht. Das ist einfach... Ist einfach kompliziert gemacht. Besonders, ich weiß noch, als das Spiel dann lange Zeit mal wieder gespielt hatte, wo ich gedacht habe, ich kann doch gar nicht springen. Wie geht denn das? Das geht doch gar nicht. Jetzt kann ich, glaube ich, auch die Mission hier machen. Ah, nee, warte mal, die ist jetzt hinzugekommen. Belagerung von Punkt. Es verbleiben noch 3 Tage und 19 Stunden. Alter. Der hat eine coole Rüstung. Der Gryosh. Crazy Knight. Hat eine coole Rüstung mit Umhang. Oh, ich will auch einen Umhang haben später. Ja, ich würde richtig umhauen. Ich glaube, nach der nächsten Mission kriegst du einen nach diesem Pestturm. Alter, nehme ich jetzt noch mehr aus von Netherwinter. Ich habe da irgendwie gerade richtig Bock drauf.
Weil wenn ich jetzt ein Reit hier kriege, dann habe ich hier habe ich ein perfektes Reit hier und ich will auch diesen Umhang haben noch. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss... Oder muss ich mit dir quatschen? Mit wem muss ich denn? Zen-Händler besuchen. Da, mit dir muss ich quatschen, okay. Quest abgeschlossen. Ey, du willst mich doch jetzt verarschen, oder was, Spiel? Du willst mich doch wohl jetzt verarschen. Hast du mich jetzt wirklich hergebracht, nur damit ich mir diese scheiß Angebote ansehe? Du willst mich doch wohl verarschen jetzt, Spiel. Ey, du willst mich doch wohl verarschen. Oh, das weiße Pferd sieht schön aus. Ich glaube, ich werde mal jetzt ein weißes Pferd kaufen, damit ich einfach mal irgendein Pferd habe. Ja, das weiße Pferd gefällt mir bis jetzt am besten. Graues Pferd brauche ich nicht unbedingt, da nehme ich das weiße. Aber du willst mich doch wohl verarschen, Spiel. Du willst mich doch wohl verarschen. Ich soll hier nur herkommen, um mir diese scheiß Pferde anzusehen? Nee. Nee. Also du willst mich verarschen, Spiel. Du willst mich doch wohl einfach verarschen. Warte, was kann ich eigentlich bei dir machen? Ich glaube, das ist eine Quest, die ich bei ihm annehmen kann. Ja, das sind Quests. Das sind zwei Quests, aber die nehme ich mal lieber an. Aufgrund der Belagerung der Stadt und der zahlreichen Flüchtlinge, die in Neverwinter nach Schutz suchen, ist die Versorgungslage in der Stadt kritisch. Lord Neverember hat alle Bürger dazu aufgerufen, so viel wie möglich zu spenden, um bei der Verteidigung der Stadt zu helfen. Alle Vorratspakete, die ihr herstellt, können beim Verteidigungsvorratsmeister gespendet werden. Wenn ihr Vorratspakete spendet, erhaltet ihr nicht nur Belohnungen, sondern es wird euch auch in der Bestenliste voranbringen und neue Gegenstände im Ereignisladen freischalten. Geil, nehme ich an. Ich weiß ja nicht, wie ich da rankomme an solchen Sachen, aber kann man bestimmt irgendwie hinkriegen. Ich gehe aber mal hier rauf. Wie viele Verteidigungsgüter könnt ihr spenden? Wir verstehen... Ja, tut mir leid, ich habe noch keine. Um den Spendeprozess zu beschleunigen, haben wir Berufsgegenstände zu unserer Verfügung, um Verteidigungsvorräte aus nützlichen Materialien herzustellen. Wenn ihr während der Belagerung Neverwinters etwas spenden wollt, solltet ihr zunächst einen Fachmann rekrutieren. Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Drücke N, in die N-Taste drücken, um Berufsfenster zu öffnen. Ich schaue auf meinen Controller, auf meinen Xbox One Controller. Ich sehe eine A-Taste, ich sehe eine B-Taste, ich sehe eine X-Taste, ich sehe eine Y-Taste, ich sehe, ja, das war's großartig gewesen. Ich sehe keine N-Taste. Ich meine, ich sehe noch einen großen X-Knopf in der Mitte, aber ich sehe keine Taste, wo N draufsteht. Ja, wie Sie mal ganz kurz angemerkt haben, ich weiß, es kommt gerade eher komisch so. Um Verteidigung zu spenden, müssen Sie eine herstellen. Diese Stadt benötigt vieles in ihrer Zeit der Not. Belagerungsverbände finden. Ja, ich öffne Handwerksfenster und begrenzte Zeit verfügbare Handelsfähigkeit, Belagerung finden können. Okay. Okay, ich schaue nochmal ganz kurz. Berufe. Was kann ein Feuer entzünden? Was ist das gerade für eine quietsche Stimme im Hintergrund? Was ist das denn gerade? Warte mal. Zum Markt eskortieren. So, ich würde trotzdem gerne wissen, wie diese Vorräte aussehen. Gebiet erkunden. Na, das ist bestimmt nicht. Wie komme ich an diese Vorräte ran? Warte mal. Kleine Gütertruhe. Nein, das ist auch nicht. Verteidigungsvorräte. Wo sind die denn? Mittlere Gütertruhe. Nee, wie komme ich denn da ran jetzt? Jetzt ganz ehrlich, wie komme ich da ran? Nein. Ah, das hier unten ist das Ding wahrscheinlich. Heute ein Bel... Ja. Geil. Okay, das ist das hier unten. Ach, das gibt es auch nur auf bestimmte Zeit. Ach, wie geil. Okay. Da kann ich das... Und ich kann es natürlich noch nicht machen, weil ich meine beiden Leute gerade losgeschickt habe. Okay, ich werde das öfter machen, wahrscheinlich, wenn ich... Ja, gut. Ich bin momentan bei nur noch Führung zu machen. Ja, also diesen Beruf, damit ich den auf 10 habe. Weil wenn ich auf 10 habe, kriege ich einen neueren... Kann ich noch mehr Leute losschicken. Ist ziemlich geil, deswegen mache ich das momentan. So, okay. Hatte ich alle Quests angenommen? Ja, ich hatte alle angenommen. Ja, ich hatte alle angenommen. So, wo muss ich jetzt hin? Verteidigung, was? Die Verteidigung versorgt wiederholbar. Ach nee, ich habe die falsche, ich habe gerade Quest-Tagebuch, ja. Ich habe gerade die hier gemacht, aber das ist ja eine Nebai-Quest. Ich wollte gerade auf hohe Kronen sagen. Ja, Ziel bezählen, Gasen, was ist das denn hier? Was wollte ich gerade machen? Professionelle Verteidigung. Das kann ich leider noch nicht machen, noch nicht, mache ich später. Pestturm, den hatte ich kurz angenommen. Den habe ich aber, glaube ich, schon länger drin, ne? Ich glaube, den hatte ich wirklich schon länger drin, ne? Ich mach den einfach mal, ja. So, wo führst du mich hin? Hallo, Questfahrt? Ach, so, ich sehe schon auf der Karte.
Ach, jetzt wird er euch ja angezeigt. Gut. Ich habe nichts gesagt. Oh, ich nehme schon wieder 15 Minuten auf. Scheiß drauf, ich nehme länger auf. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es noch nicht fertig ist. Natürlich werde ich das nicht sehen können, einfach weil ich es bei mir ausgestellt habe, es nervt mich auf der One ziemlich, wenn diese Nachrichten aufblocken, weil die sind so, die kommen hoch, machen sich groß und dann bleiben sie erstmal genau da, wo der Untertitel steht.